Manchmal schweige ich. Manchmal macht mir die Angst vor Ablehnung einen Strich durch die Rechnung und ich verleugne mich. Manchmal will ich auch Augenbinden tragen, blind leeren Staatsversprechen hinterherjagen. Wir lassen doch nur Fachkräfte und Schutzsuchende rein. So ignorant wie die Menschenmassen will ich auch sein, anstatt den Schritt aus dem System zu wagen. Es ist unbequem, die Wahrheit zu sagen. Wahrheit ist doch sowieso nur subjektiv. Lieber folgen wir dem Narrativ. Warum den Kopf verhalten? Es heißt, dass wir bloß die Gesellschaft spalten. Stattdessen fügt man sich dem Kollektiv. Gehorsamkeit ist attraktiv. Immer öfter schweige ich. Immer öfter macht mir die Angst vor Ablehnung einen Strich durch die Rechnung und ich verleugne mich. Die Linken sehen für uns nach dem Rechten, Antifaschismus wollen sie verfechten. Zum Schutze der Verfassung unterzieht man diejenigen der Prüfung, die uns mit lästigen Fakten alternative Denkansätze brächten. Sich dem zu widersetzen wäre Leichtsinn. Das Schwert des großen Staates schützt uns vor dem Machtgewinn der angeblichen Rechtsfaschisten. Zentralisierte Staatsgewalt kann niemand überlisten. Souveränitätsverlust nehme ich wehrlos hin, tausche Freiheit gegen Scheinordnung und Wahnsinn. Meistens schweige ich. Meistens macht mir die Angst vor Ablehnung einen Strich durch die Rechnung und ich verleugne mich. Gleichheit macht uns alle reicher. Hauptsache nur, ich bin noch gleicher. Es heißt, die Welt liegt ihr zu Füßen. Das Patriarchat soll für mich büßen. Mein Körper ist kein Kinderspeicher. Als Quotenpüppchen ist es leichter. Erzieh mich, Großregierung. Anpassung schützt vor Degradierung. Im Strom treiben wir mit den toten Fischen. Im Schwarm kann uns kein Kritiker entwischen. Was soll ich denken? Formt mir meine Meinung. Der Opportunist in mir tritt artig in Erscheinung. Stopp. Will ich das wirklich? Seit wann bin ich scheinheilig? War ich nicht einst mutig? Der Demonstrant wird Instrument seiner Regierung. Der Totalitarismus tarnt sich als Globalisierung. Diversität verschwimmt zur Grauschattierung. Manchmal schweige ich. Manchmal macht mir die Angst vor Ablehnung einen Strich durch die Rechnung. Und ich verleugne mich. Aber wenn ich nicht aus der Schweigespirale aussteige, dann tut es keiner. Aus reiner Feigheit ziehen wir uns zurück in Unmündigkeit. Es reicht, wenn einer seinen Mut und Zuversicht befreit und spricht.